Natürlich darf Sissel in Deutschland auftreten. Hier herrscht Meinungsfreiheit, die gilt auch für den. Richtig, in Deutschland gilt Meinungsfreiheit, aber die hat Grenzen. Sätze wie Lesben und Schwule, ich sag, tot sollen sie sein, das ist Volksverhetzung und ist deswegen verboten. Ich spreche doch jedem Menschen so viel Vernunft zu, dass er nicht gleich loszieht und Homos tötet, nur weil er Sisslers Musik gehört hat. Aber in Jamaika, wo Sissler herkommt, ist Mord und Gewalt gegen Schwule an der Tagesordnung. Aber du kannst auch nicht Sissler für jeden Mord in Jamaika verantwortlich machen. Das hat einen ganz anderen gesellschaftlichen Hintergrund. Aber wenn du Auftritte von Sissler zulässt, dann unterstützt du einen Volksverhetzer. Dann kriegt er noch mehr Geld und noch mehr Aufmerksamkeit. Naja, aber andererseits, wenn ich die Konzerte von Sissler in Deutschland verbiete, habe ich das Problem in Jamaika auch nicht gelöst. Und er macht erstmal auf einen Zustand aufmerksam, von dem wir hier gar nichts mitbekommen. Aber Hetze gegen Schwule und Lesben, wie gegen alle Menschen, das ist menschenverachtend. Und solche Parolen sind in Deutschland aus gutem Grund verboten. Da darf es keine Ausnahme geben.